Man hätte fast meinen können, dass es auch in diesem Jahr wieder ein Eisweißbier gibt bei der Craft Beer Werkstatt. Schnee und Eis lagen bei Hoppebräu in Waakirchen aber nur vor der Brauerei. Drinnen, in der Brauerei, schlummerte ein wahrer Schatz in den Tanks von Markus Hoppe. Vor über 3 Monaten hat sich der Brauer aus Leidenschaft daran gemacht, den Sondersud zur diesjährigen Bier- und Genussmesse einzubrauen. Aus heimischem Hopfen und erlesenem Malz hat Hoppe einen wahren Schatz gebraut. Wir haben jetzt einen untergärigen dunkler Bock gebraut mit hauptsächlich Münchner Malz, dass man schon mal eine schöne Grundfarbe kriegt, ein bisschen Melanoidin-Malz, dass es ein bisschen ins Kupferne geht und ein Kara-Aroma-Malz für die Vollmundigkeit, dass er einfach schön brot daherkommt, aber nicht papazierst. Nach dem Einbrauen wurde der dunkle Bock 90 Tage gelagert, damit er seine volle Pracht entfalten kann. Vor kurzem wurde der Bock nun aus dem Tank gelassen und zum ersten Mal verkostet. Biersommelier Andreas Sandbichler war begeistert. Tja, mein erster Eindruck, muss ich sagen, fantastisch, was der Markus Hoppe da wirklich gezaubert hat. Ein richtig schönes, klassisches, altbayerischen, dunklen Bock gebraut. Wunderschön von der Farbe her, also wirklich ganz dunkles Bernstein, schon leicht kupfern und ich muss sagen, vom Geschmack her eine absolute Weltsensation. Und auch den Verantwortlichen von Getränke Fleischmann hat's geschmeckt. Genauso wie wir es uns vorgestellt haben, wenn wir herin waren, Anfang Oktober und das mit dem Markus durchgesprochen haben, dass wir einen süffigen, dunklen Brock einbrauen wollen. Und genauso ist es geworden. Es ist ein richtig tolles bayerisches Kraftbier. Seine Premiere feiert der Dunkle Bock am 22. und 23. März bei der Bier- und Genussmesse Craft Beer Werkstatt in der Sparkassenarena in Landshut.